Was geht ab, Leute? Heute geht es um die drei Erfolgstipps, die du auf jeden Fall beachten musst, um in irgendeiner Sache richtig gut zu werden. Das sind die absoluten Grundvoraussetzungen, ohne die es nicht funktionieren wird oder zumindest nicht auf so einem Level, wie du es vielleicht möchtest. Das Ganze ist sozusagen in drei Schritte aufgeteilt. Der erste Schritt ist, treffe eine todsichere Entscheidung. Das ist mit Abstand, das allerwichtigste, was du je irgendwann für irgendwas machen kannst. In dem Moment, wo du eine Entscheidung getroffen hast, wo du sagst, okay, ich mache das, ich möchte das sein, ich will das umsetzen, ich will das und das haben, dann wird es passieren. Da hast du vielleicht noch einen weiten Weg vor dir. Aber bevor du dir nicht bewusst bist, wo du überhaupt hin möchtest, kannst du erstens dort gar nicht ankommen und zweitens, wenn du einen stark genugen Grund hast, warum du dahin möchtest, dann wirst du dort ankommen, egal wie viele Hindernisse auf dem Weg liegen, egal wie wenig Ahnung du von diesem Weg hast und egal was andere Leute sagen. Das kommt jetzt gleich in Punkt 2. Doch sei dir bewusst, wenn du dieses Commitment triffst, ja, wenn du eine felsenfeste Entscheidung triffst, dann ist das auch ein Commitment. Wenn du dieses hundertprozentige Commitment machst, irgendeine Sache umzusetzen, dann wirst du es machen. Deswegen, das ist der allerwichtigste, allererste Schritt. Sag dir, wo du hin möchtest und du wirst dort ankommen. Und jetzt der zweite Punkt. Entwickle ein unzerstörbares Selbstvertrauen. Ich habe es gerade schon angesprochen. Egal, was andere von dir halten, egal, was andere sagen, egal, was andere dir für Ratschläge, Tipps oder andere bessere Sachen sagen, du hast diese Entscheidung getroffen und jetzt gilt es, nach und nach das Selbstvertrauen, dieses wirklich unzerstörbare Selbstvertrauen zu entwickeln, dass du diese Sache umsetzen wirst. Deswegen ist es auch so entscheidend, dass du eine glasklare Entscheidung triffst. Denn wenn du keine glasklare Entscheidung hast, dann wird es dir extrem schwer fallen, darum ein gewisses Selbstvertrauen aufzubauen und diese Entscheidung dann auch vor anderen zu rechtfertigen. Du musst dich nicht zwangsläufig immer rechtfertigen, sollst du auch überhaupt nicht. Aber dafür zu stehen. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann kannst du nach und nach das Selbstvertrauen dafür entwickeln, weil du kannst immer wieder sagen, hey, ich bin Fotograf, hey, ich tanze, hey, ich bin Künstler, hey, ich mache YouTube, was auch immer. Und nach kannst du aufbauen und du wirst es sowas von brauchen. Denn heutzutage ist jeder, der irgendwas Besonderes macht, der irgendwie etwas anders macht, der wird immer erstmal kritisiert. Das wird immer so sein und dem musst du dir bewusst sein. Deswegen, wenn du für irgendeine Sache aufstehst, wenn du irgendeine Sache machen möchtest, die nicht zwangsläufig 100% der Norm entspricht, dann lass dich überhaupt nicht davon beeinflussen, wenn andere Leute sagen, was macht der da, was macht die da, oh, ist es wirklich so sinnvoll? Lass dich davon nicht beeinflussen, denn wenn das passiert, dann zeigt es nur, dass du wirklich eine Sache nachgehst. Unglaublich hilfreich für die Entwicklung von so einem unzerstörbaren Selbstvertrauen ist, dass du nach und nach anfängst, Erfolg und Glück für dich selbst zu definieren. Es geht nicht zwangsläufig darum, wie viel Geld du verdienst. Es geht nicht zwangsläufig darum, wie viele Abonnenten du hast. Es geht nicht zwangsläufig darum, wer dich mag. Es geht nur darum, was möchtest du und wie fühlst du dich dabei. Und wenn du anfängst, immer wieder, es ist ein Prozess, deswegen habe ich auch gesagt, entwickle ein unzerstörbares Selbstvertrauen. Aber wenn du immer weiter und immer weiter und immer weiter anfängst, die Dinge für dich selber zu definieren, was für dich wirklich eine Rolle spielt, dann kannst du auch sagen, hey, das ist mir vollkommen egal, ob du jetzt denkst, ich bin da gut drin und ich bin erfolgreich drin oder ich sollte das überhaupt machen. Denn ich definiere für mich selber, was ich machen möchte und an welchen Parametern und welchen Einheiten, an welchen Ergebnissen ich das Ganze messe. Außerdem extrem nützlich können positive Affirmationen sein. Das sind kleine, kurze Aussagesätze, die heißen, könnten beispielsweise heißen, ich bin erfolgreich oder ich gebe jeden Tag mein Bestes, ich werde jeden Tag besser, ich bin gesund, ich bin glücklich, ich werde jeden Tag immer glücklicher, mein Leben wird jeden Tag immer besser. Genau solche kleinen Sätze, wenn du die jeden Tag für dich wiederholst, dann wird dein Selbstvertrauen steigen, denn du machst dir selber, vor allem deinem Unterbewusstsein, bewusst, dass es aufwärts geht. Und von diesem Wachstum kommt eben auch dieses ganz
unzerstörbare Selbstvertrauen. Und der dritte Punkt ist, werde eine Umsetzungsmaschine. Du musst wirklich eine Umsetzungsmaschine werden. Denn wenn du eine Sache wirklich richtig, richtig gut machen möchtest, wenn du in einer Sache wirklich erfolgreich werden möchtest, wenn du eine Sache meistern möchtest, dann ist so viel Umsetzung dafür nötig. Und die absolute Grundvoraussetzung dafür ist natürlich Disziplin. Du darfst dir selber nicht im Weg stehen. Deine eigene Faulheit darf dir selber nicht im Weg stehen. Du musst in der Lage sein, jeden Tag die Dinge zu machen, die dich langfristig gesehen dahin bringen, wo du hin möchtest. Und deswegen ist es so entscheidend, dass du wirklich eiserne Disziplin aufbaust. Ja, wenn du sagst, du gehst dreimal in die Woche ins Fitnessstudio, dann musst du das dreimal die Woche machen. Und wirklich nur, wenn du wirklich richtig krank bist, dann nicht. Aber du musst grundsätzlich dieses Mindset, diese innere Einstellung haben. Ich mache das, egal was passiert, egal wie ich mich fühle. Es heißt, der Unterschied, ob du erfolgreich wirst oder nicht, liegt daran, ob du es an den Tagen, an denen du dich nicht so fühlst, trotzdem machst. Sprich, wenn du an einem Tag Bock hast, ins Gym zu gehen, dann machen das sowohl die erfolgreichen als auch die unerfolgreichen Leute. Aber an den Tagen, an denen man sich mal nicht so fühlt, wo man jetzt gerade irgendeine Ausrede hat, ah ja, heute ist das Gym bestimmt total voll, ah, ich spüre schon ein bisschen mal so ein Kratzen in meinem Hals, vielleicht sollte ich heute lieber nicht gehen, ach, mein Lieblingsshirt ist in der Wäsche, was weiß ich. Wenn du es an den Tagen trotzdem machst, dann bist du erfolgreich. Aber es reicht nicht nur, wenn du eiserne Disziplin hast. Du brauchst auch eine unglaublich gute Strategie. Diese gute Strategie kannst du erst entwickeln, wenn du dich in diese Sache überhaupt reinbegibst. Ja? Wenn wir jetzt beispielsweise mich mit meinem YouTube-Channel nehmen. Am Anfang kann ich keine perfekte Strategie oder richtig gute Strategie entwickeln, weil ich kenne mich in der ganzen Materie noch nicht so aus. Deswegen treff erst diese Entscheidung, geh dann diesen Weg nach mit vollem Selbstvertrauen und wenn du es dann machst, wenn du auf dem Weg bist, eine Umsetzungsmaschine zu werden, dann kannst du auch nach und nach deine Strategie immer und immer besser machen. Aber du brauchst eine unfassbar gute Strategie, denn deine Strategie ist sozusagen, es ist sozusagen so, deine Strategie ist die Route, die du wählst. Und deine Disziplin ist, wie schnell du dich bewegst. Das bedeutet, wenn du eine geile Strategie hast und einen direkten Weg hast, aber extrem langsam gehst, kommst du auch nur sehr langsam an. Aber gleichzeitig, wenn du unglaublich diszipliniert bist, sprich richtig schnell sozusagen mit deinem Auto fährst, aber eine scheiß Strategie hast und die 100.000 Umwege hat, dann wirst du vielleicht genauso lange brauchen. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du eiserne Disziplin hast, richtig schnell, tagtäglich, zack, 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 du machst die Dinge und zweitens auch eine gute Strategie hast, denn nur dann kannst du wirklich zielstrebig auf den Erfolg zugehen. Und dann ist es auf dem Weg zur Umsetzungsmaschine noch unfassbar wichtig, dass du nicht ins Overthinking kommst. Das bedeutet, dass du eine Sache nicht 100.000 Mal durchdenkst und auch wenn dir bewusst ist, dass du eine unglaublich wichtige Strategie brauchst, dass du gleichzeitig nicht jeden Tag eine neue Strategie überlegst, sondern dass du dir einmal eine gute Strategie überlegst, die dann wirklich mit eiserner Disziplin umsetzt und du machst, 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 machst und dann überlegst du dir nach einiger Zeit, hey, was könnte ich verbessern? Aber dass du nicht dir 100.000 Mal überlegst, ah ja, ich könnte so machen oder so oder oder ich brauche jetzt noch die Information oder da bin ich mir noch nicht sicher, ah, ich muss es nochmal durchdenken, ich schlafe noch eine Nacht drüber, kennst du vielleicht? Nein. Wenn du das machst, wirst du immer in diesen Kreisen bleiben. Du wirst immer in deinem Kopf bleiben. Du wirst immer denken, das oder das oder das, das könnte ich ja noch machen. Und das ist der allergrößte Erfolgskiller. Deswegen, mach eine klare Strategie, begib dich in die Sache rein und fang einfach an. Werd eine Umsetzungsmaschine. Mach, 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 mach Fehler. Scheißegal. Aber mach, mach, mach. Also, hier nochmal zusammengefasst. Erstens. Treffe eine todsichere Entscheidung. Du musst, brauchst das 100%ige Commitment, dass du diese Sache machen wirst. Denn dann kannst du auch dieses volle Selbstvertrauen entwickeln. Dadurch, dass du dich selber definierst, dass du deinen Erfolg selbst definierst, dass du für dich selber sagst, was möchte ich denn eigentlich? Da ist dann auch hilfreich, wenn du dir tagtäglich positive Affirmationen, so kleine Statements sagst, ich bin gut, das habe ich gut gemacht, ich werde immer besser. Und dann drittens, werde eine Umsetzungsmaschine. Wenn du nicht anfängst, vollkommen in das Machen reinzukommen mit einem klaren Plan. Wenn du das nicht zack, 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 zack jeden Tag und Woche für Woche machst, dann
dann kannst du da gar nicht hinkommen. Deswegen beachte diese drei Schritte und du wirst garantiert erstens all die Dinge herausfinden, die du zusätzlich noch brauchst und zweitens vor allem da ankommen, wo du letztendlich hin möchtest. Deswegen tu mir einen Gefallen, setz das Ganze um, mach aus dir selbst und deinem Leben ein Meisterwerk. Wir sehen uns am Dienstag oder Mittwoch. Ich muss mal schauen, wann ich den Vlog fertig kriege. Und bis dahin, mach das Geilste aus deiner Zeit hier. Ciao.